Ich habe in meinem Leben bestimmt 5 oder 6 Berufe neu gelernt. Und man kann sich nicht vorstellen, was so eine Theologenausbildung an Ressourcen bildet, um immer wieder neu anzufangen. Ich bin über diesen Berufsweg wirklich wahnsinnig froh. Die evangelische Publizistik muss sich neu sortieren in der digitalen Welt. Wir haben ja unterschiedliche Paradigmen, mit denen wir immer die evangelische Publizistik verhandeln. Wir haben den Journalismus auf der einen Seite, dann haben wir die Verkündigung auf der anderen Seite oder die religiöse Bildung oder die Öffentlichkeitsarbeit für die Institution Kirche. Wir haben also jede Menge Aufgaben im Bereich der Publizistik und die, denke ich, sollten zusammengelegt werden und die Menschen nach den Regeln der digitalen Welt nochmal neu aufgestellt werden. Man muss die Kompetenzen zusammenführen und neu sortieren und dann könnte man vielleicht in dieser digitalen Differenzierung, die diese Welt bedeutet, könnte man hoffentlich oder vielleicht nochmal stärker sichtbar werden, weil der Verlust der Sichtbarkeit, den merken wir ja auch in den gesammelten, auch, ja, ich will jetzt nicht sagen Niedergang, aber an dem Bedeutungs- und Autoritätsverlust, den die Kirchen erleben, das hat auch mit der digitalen Segmentierung zu tun und mit den Autoritätsverlusten aller Institutionen unter diesen neuen Kommunikationsbedingungen. Ich glaube, es ist dran, dass Frauen jetzt das Bischofsamt auch in Bayern übernehmen. Würde diesen Frauen, die sich das überlegen, würde ich Kraft und Optimismus und Freude an der Kirche und Freude am Evangelium wünschen. Und ich finde, man sollte sich als Frau überhaupt nicht so wahnsinnig immer wettbewerbliche Gedanken machen oder die Rolle ständig. Wenn man selbstbewusst ist und wenn man in seinem Glauben zu Hause ist, dann, wie sagt Paulus, Mann oder Frau, Sklave oder Freier? Ich hoffe, der mit der meisten Kraft oder die mit dem größten Humorreservoir werden gewinnen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich fast nur Highlights beruflich erlebt habe. Also ich durfte Chefredakteurin des Münchner Sonntagsblatts sein, ich durfte Filme machen für die Icon. Ich durfte Hörfunk aufbauen, den privaten Hörfunk aufbauen. Ich durfte Repräsentantin der evangelischen Kirche in den Rundfunkanstalten sein. Ich durfte Professorin für evangelische christliche Publizistik sein. Ich durfte Vizepräsidentin einer Universität sein. Ich habe in meinem Leben bestimmt 5 oder 6 Berufe neu gelernt. Und man kann sich nicht vorstellen, was so eine Theologenausbildung an Ressourcen bildet, um immer wieder neu anzufangen. Ich bin über diesen Berufsweg wirklich wahnsinnig froh. Das möchte ich gern, weil ich glaube, meine eigentliche Berufung, habe ich entdeckt über die Jahre, ist zu predigen. Und das, denke ich, werde ich, solange ich sprechen und denken kann, weitermachen. Na, ich mache den Podcast natürlich weiter, habe auch jede Menge Vortragsverpflichtungen, bin bei der sehr interessanten Gesellschaft für internationale Tiefenpsychologie, akademische Leiterin, organisiere also dort Tagungen mit bis zu 600 bis 800 Leuten. Also ich hab wirklich unterschiedliche Dinge, die auch inhaltlich mich total freuen. Und vielleicht schreibe ich auch mal wieder ein Buch.